Hallo, wiu. Ich stehe hier, bin ein bisschen beschattet, wie man ungefähr sieht. Macht ja nichts. Mütze verkehrt rum ist auch blöd, aber anders schon Schattenwurf. Egal, ich stehe hier ohne Glas, diesmal auch wirklich ohne Glas. Wir erinnern uns an einen lustigen Gag in einem letzten Video. Haha. Ich werde wieder was. Ich naschen jetzt. Naschen. Was Süßes, nämlich, wurde mir geschickt mal vor einer Weile diese Dinge hier. Munchmallows. Trainee Slatki Kolač Preliven Kakao Prelivum. Sehr gut. Von Java Črvenka. Java hätte ich jetzt gedacht, ist eigentlich eine Firma, so Java Cakes. Man kennt es ja aus Amerika, England glaube ich, aber wohl nicht. Hier hat 100 Gramm 416 Kalorien, steht schon vorne drauf. Nicht schlecht. Also, die Java Črvenka, das ist offensichtlich tschechisch. Aus Sprija, mein Gott, die kann halt kein RS. Java.RS. RS ist aber nicht die Endung von Republika Srbija. Ach, Serbien. Srbija. Okay, Serbisch wohl eher, nicht Tschechisch. Na gut, das kann man verwechseln. Peinlich. Also gut. Was steht denn hier drauf? Was es denn so ist? D. Munchmallow, also Deutsch. Munchmallow Classic Gebäck mit kakaohaltiger Fettglasur. Auf Englisch steht. Ja, das gleiche. 37%. Kakaoüberguss, Zucker und so weiter. Fettarmes Kakaopulver und so weiter und so fort und so. Gut. Ja, wie man sieht, ich finde, das sieht ganz knuffig aus. Nun schauen wir mal, was drin ist und wie es so schmeckt. So, öffnen wir das vorsichtig. Kann man das rausziehen? Nö. Wie geht es dann auf? Das ist jetzt schon mal Intelligenzfrage Nummer 1. Wie kriege ich diese Packung eigentlich auf? Soll man die überhaupt aufkriegen? Muss man doch irgendwie. Die sind eigentlich gesteckt hier. Hier, ganz toll. So, geöffnet. Na, bin ich nicht gut. So, dann gucken wir nochmal. Ui, das ist ja lustig. Diese hier, das sind kleine Cakes, kleine Törtchen tatsächlich. Das hier, das wirkt ein bisschen verbeult, nehme ich mal das hier. So, das sieht doch mit hübschem Silberglanz aus. Was steht denn drauf? Munchmallow. 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 Hier, dann machen wir den Munchmallow mal auf. Also, wie viel sind es eigentlich insgesamt? Gramm. 105 Gramm. Das heißt, geteilt durch 6 sind 3, 30, 33. Gott, peinlich. 35, 70, nee, kann auch nicht sein. 20, 15, wie peinlich. Ich glaube, es geht nicht auf. Nee, egal, also, halt, was sind sie noch? Das war jetzt blamabel, ich gebe es zu, aber ich bin jetzt, es ist spät abends und ich bin zu faul, das jetzt genauer auszuschneiden. So, okay, hier, so sieht es ausgepackt aus. Auch hier sieht man irgendwie, wieso sind die eigentlich alle an. Also alle, die hier anfassen, haben irgendwie so einen Einknick. Mal gucken, ist es so gewollt? Eigentlich nicht wirklich. Und der Karton ist doch eigentlich ganz solide. Keine Ahnung. Gut, also. So. Jetzt wollen wir mal. Ich habe die im Kühlschrank gehabt, soll ich dazu sagen. Das wird auch nicht ideal. Weil dadurch der Schaum gefühlt kompakter, stabiler wird. Also, Glasur, lecker Schokolade. Dann der Mellow Aspekt ist halt eher schaumig, aber nicht zu süß gefühlt und hat so ein Biskuitboden. So, hier sieht man ein bisschen, ein bisschen besser Licht. Hier Biskuitboden. Ja. Der ist eigentlich auch ein bisschen nicht hart, ein bisschen kompakter beim Beißen. Muss man sich aber da unten ein bisschen fester beißen, wodurch der ganze Munchmittelteil ein bisschen gequetscht wird. Also, wenn man es zu lange in den Fingern hält, merkt man, dass die Schokolade weich wird. Aber, wenn ich noch eins. Muss sagen, nicht schlecht. Also,
Ich kann nicht sagen, A, was es kostet und B, wo man sie kaufen kann, weil wie gesagt, das wurde mir in einem Geschenkpaket geschickt mal. Deswegen, ich schätze mal, wahrscheinlich nicht zu teuer, aber im normalen Supermarkt habe ich sie noch nicht gesehen. Nachdem viel anders vom Teddy war, aber auch im Teddy habe ich sie noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Also, aber jedenfalls, wer die hier so sieht, ich muss sagen, hier haben wir es. Also, ups, vielleicht sind sie wärmer noch besser. Ah, ist das auseinandergequetscht hier. Ein bisschen, man will ein bisschen wie ein Schaumkuss, um politisch korrekt zu bleiben. Aber halt nicht mit dem Waffelboden, sondern mit dem Biskuitboden. Und nicht so hoch natürlich. Und nachher, das wird der die Temperatur, jetzt noch nicht ausmachen, aber der Mellow-Teil ist lange nicht so süß und pappig wie in einem Schaumkuss. Oder wäre das ein Schokoladenkuss? Schaumkuss? Irgendwie so. Ja, gönne ich mir noch einen. Mal los. Schläft. Wahnsinn. Nochmal. Ganz. Mal wieder ein gruseliges Thumbnail machen. Ist gut. Nichts, jetzt spitz nichts, wie soll ich sagen, exotisch, eigentlich ganz normal, Schokolade, bisschen kaum Gummi, bisschen Biskuit, aber gut. Kann ja nicht immer bloß kuriose Geschmacksrichtung von irgendwas ausprobieren. Aber nochmal, so sehen die Dinge aus, die Packung. Marshmallows von Jaffa Krzyzewska, Franka, wie auch immer. 6 Stück insgesamt, 105 Gramm sollen es sein. Und ich finde es gut. Ein Stück sollte man vielleicht nicht essen. Möchte ich jetzt auch nicht tun. Ist ja auch egal. Und sage deswegen bis zum wahrscheinlich, vielleicht nächsten Video. Tschüss.